Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. Es gibt Sprüche und Aussagen in Videogames, die du mit dem jeweiligen Spiel unwiderruflich verbindest, weil sie so trocken rüberkommen, weil du sie immer wieder hörst oder weil sie saukomisch sind. Wir haben 20 Spiele aufgelistet, deren Sprüche und Einzeiler zum Meme geworden sind. Like gerne das Video, wenn es euch gefällt. Übrigens bekommt ihr jedes der Spiele auf dieser Liste auch auf Instant Gaming. Da habt ihr eine Riesenauswahl an neuesten Spielen und einfacher, schneller und günstiger geht es kaum. Überzeugt euch selbst, der Link ist in der Videobeschreibung. Holt euch den Code, ladet euer Wunschspiel runter und ihr könnt sofort loslegen mit dem Zocken. Und jetzt begeben wir uns in die Untiefen der legendären, ikonischen Videospieleinzeiler, bei denen ihr sicher sofort das zugehörige Spiel nennen könnt. Schon geht's los. Junge, Junge, hier, Junge. Konzentrieren, Junge! Kratos hat in der God of War-Reihe eine unnachahmliche Art, seinen Sohn zu rufen. Natürlich hat der Junge einen Namen, aber Kratos hat sich angewöhnt, das Kind nur Junge zu nennen. Diese tiefe Stimme ist einfach zu geil. Im englischen Original ist die tiefe Stimme sogar noch besser. Get in the boat, boy. We do what we please, boy. Boy. Sein Synchronsprecher wird dafür regelrecht gefeiert. Bei dieser Awardverleihung soll er nun den Gewinner ankündigen, aber wenn er in seine Rolle als Kratos verfällt, dreht das Publikum durch vor Begeisterung. Das nennen wir mal einen ikonischen Einzeiler. And the Game Award goes to Read It Boy. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, trügst du bei zu meiner Erheiterung. Du kämpfst wie eine Kuh, ist einer der klassischen Einzeiler, die vor allem Videospielveteranen sofort wiedererkennen. Das Beleidigungsfechten in der Monkey Island-Reihe gehört zum Adventure wie Milch zu Schokolade. Es geht nicht hauptsächlich darum, wer besser fechtet, sondern wer besser reimt. Wenn dir nichts Passendes auf den Reim deines Gegenübers einfällt, dann hast du automatisch verloren. Und auf "Du kämpfst wie eine Kuh" mit einem Reim zu antworten, ist wirklich nicht einfach. How appropriate! You fight like a cow! No, no, no! Wir lieben den Doomguy, weil er hart ist, furchtlos und ultra cool. Für diesen gepanzerten Krieger gibt es einfach keine Grenzen. Genau so einen Helden wollen wir in Action-Horror-Spielen steuern. Wenn ihm gesagt wird, dass man nicht einfach ein Loch in die Marsoberfläche schießen kann, dann entlockt das dem Doomslayer nicht mal ein müdes Lächeln. Er setzt sich an die Steuerung der Kanone und startet das Ding. You can't just shoot a hole into the surface of Mars. The portal is ready. Scare me. I'd like to see you try. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Leon Kennedy befindet sich in Resident Evil 4 und im zugehörigen Remake fast durchgängig in Lebensgefahr, weil er immer von Zombies und Besessenen attackiert werden kann. In einer epischen Szene läuten nach einer harten Kampfsequenz die Kirchenglocken, was die aggressiven Dorfbewohner in die Häuser lockt. Leon bleibt verdutzt und allein auf dem Dorfplatz zurück und zeigt seinen herrlich trockenen Humor mit dem Spruch: Wo gehen die alle hin? Zum Bingo? Where's everyone going? Bingo? Nuclear launch detected. Sobald du in StarCraft die Ansage Nuclear Launch Detected hörst, weißt du, dass gleich eine Bombe mit gewaltiger Zerstörungskraft losgehen wird. Die Massenvernichtungswaffe der Terraner kann das letzte Ass im Ärmel sein, das dir noch fehlt zum Sieg. Unter nebeneinander sitzenden Freunden kann der Spruch allerdings was ganz anderes bedeuten. Und es hat zur Folge, dass einer der beiden ganz schnell das Weite sucht, bevor die Bombe detoniert. Nuclear Launch Detected. Wahnsinn. Ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Keiner fasst die Definition von Wahnsinn so schön und poetisch zusammen wie Vaas, der Hauptbösewicht aus Far Cry 3. Während er uns seine Lektion über Wahnsinn erteilt, befinden wir uns in seiner Gefangenschaft und sind ihm hilflos ausgeliefert. Da spricht ein komplett durchgeknallter und brandgefährlicher Irrer ausgerechnet über Wahnsinn, was diesen Moment so bizarr und einzigartig macht. I had a plan. I still have a plan. The plan. One last time. We get some money and get the hell out of there. That's the plan. Dutch van der Linde ist einer der Hauptbösewichte aus Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2.
Er ist der Anführer der Van der Linde Gang und als Anführer schmiedest du eben Pläne, die deine Spießgesellen dann für dich ausführen. Dutchs Pläne funktionieren nicht immer, aber es mangelt ihm nie an Ideen für seinen nächsten Plan. In Red Dead Redemption 2 sagt Dutch mindestens 28 Mal, ich habe einen Plan. Beim Reiten, in Gesprächen, in Zwischensequenzen. Immer der gleiche Satz. Das haben versessene Spieler nachgezählt. Und genau dieser Spruch macht Dutch so wiedererkennbar. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. Objection! In der Ace Attorney-Reihe hörst du wohl keinen Ausruf so häufig wie Einspruch. Das ist nicht ganz unlogisch, denn es handelt sich bei Ace Attorney um ein Adventure-Mystery-Drama, in dem es um Gerichtsverhandlungen geht. Der Ausruf Einspruch ist im Rechtssystem von Ace Attorney ein Mittel, eine andere Partei bei einer Diskussion zu unterbrechen, um selbst die Erlaubnis zu bekommen, zu sprechen. In Deutschland darf dieser Ausruf ebenfalls verwendet werden, wenn eine Partei eine Regel bricht. Aber es wird kaum geduldet, dass jemand während der Verhandlung so laut rumschreit wie Phoenix Wright in seinem Gerichtsspiel. Den Duke kennen wir aus Duke Nukem 3D von 1996. Wenn du ihn mit einem Wort beschreiben müsstest, wäre das Macho. Sein Humor ist schwarz, er liebt die Frauen und eine zünftige Prügelei. Im Englischen lautet sein denkwürdigster Spruch: It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Was du im Deutschen übersetzen kannst mit Zeit in den Arsch zu treten und Kaugummi zu kauen, und meine Kaugummis sind alle. Das lässt nur einen Schluss zu. Da die Kaugummis alle sind, wird der Duke einfach doppelt so hart zuschlagen. And open! Claptrap aus der Borderlands-Reihe ist ein Allzweckroboter, der unter anderem auch dafür gebaut wurde, um Türen zu öffnen. Der nervige Schussel kriegt allerdings oft nicht mal diese schäbige Aufgabe hin. Wenn er doch mal eine Tür für uns öffnet, präsentiert er sie mit und offen. Da Claptrap mit seinem einen Rad keine Treppen laufen kann, ist er mit seiner Reaktion auch für diese Szene berühmt geworden. Stufen? Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Hallo und nochmal, willkommen beim Aperture Science Anreicherungscenter. Schon mal gehört? So begrüßt uns GLaDOS in Portal 2. Ein Klassiker, mal abgesehen von der Kuchenlüge. Nope. Mit diesem kleinen Clip hat Team Fortress 2 den Vogel abgeschossen und ein Hit-Meme gelandet. Ursprünglich wurde der Clip von YouTuber Jimbomb erstellt und hochgeladen. Der Ingenieur kommt ins Bild, haut nur ein Nope raus und verschwindet gleich wieder. Aber die knappe und trockene Animation kitzelt einfach die Lachmuskeln. Dieses Video wird in Unterhaltungen oft als humorvolle, negative Antwort oder als Zeichen der Ablehnung in Foren und Threads gepostet. Mit diesem albernen Clip macht es gleich 10-mal so viel Spaß, Nein zu sagen. Nope. That was too close. You were almost a Jill sandwich. Aus dem originalen Resident Evil stammt der Satz, das war echt knapp, du warst beinahe ein Jill sandwich. Dieser Satz hat Resident Evil Fans und Gamern generell so gut gefallen, dass sie ihn immer und immer wieder zitierten, bis er Kult wurde. In Resident Evil Revelations 2 taucht eine Anspielung auf das Jill sandwich wieder auf, als eine Art Easter Egg. Claire entkommt ganz knapp dem Tod in einer Presse und kommentiert das trocken mit, ich war fast ein Claire sandwich. Einfach zu gut. Yeah, that was almost a Claire sandwich. Big Smoke und CJ wollen in GTA San Andreas ein gemeinsames Ding drehen, wobei sie dem Zug folgen und bewaffnete Gangmitglieder abknallen sollen. Wenn die Mission fehlschlägt, und das ist oft der Fall, weil die Mission so sauschwer ist, dann fällt der Satz, alles was wir tun mussten, war dem verdammten Zug zu folgen. Irgendwann hast du diesen Scheißsatz zu oft gehört, weil er dich immer daran erinnert, dass du die Mission schon wieder versemmelt hast. All we had to do was follow the damn train, CJ! It's me, Mario! Mario und Luigi sind Italiener, daher sprechen sie Englisch mit Akzent, was sie noch liebenswerter macht. Wenn Mario sich vorstellt, ist sein Satzbau grammatikalisch nicht ganz korrekt, was Assassin's Creed 2 in einer Szene auf den Arm genommen hat, denn Ezios Onkel scheint den gleichen Sprechfehler zu haben. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Uncle Mario! Wärst du so freundlich?
Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? Während des Spiels hat unser Protagonist in Bioshock viele taktische und moralische Wahlmöglichkeiten. Aber all seine Handlungen erweisen sich als Illusion, da sein Wille nicht frei ist, sondern von Frank Fontaine alias Atlas kontrolliert und gesteuert wird. Mit dem Satz, würdest du bitte, hat er uns das ganze Spiel hindurch ohne unser Wissen beeinflusst, was am Ende für einen krassen Aha-Moment sorgt. Remember, no Russian. No Russian ist ein berüchtigter Level aus Call of Duty Modern Warfare 2, in dem der Spieler an einem Terroranschlag teilnimmt, bei dem er auf unbewaffnete Zivilisten schießt. Die Mission hat in den Medien eine Kontroverse ausgelöst, weil ein Terroranschlag dargestellt wird, an dem sich der Spieler beteiligen kann. Im Aufzug flüstert der Terroristenführer den anderen zu, Remember, no Russian, also denk dran, kein Russisch. Denn um nicht aufzufliegen, dürfen sie sich erstmal nicht als Russen zu erkennen geben. Put a sock in it. Laut schreiend läuft dieser Gegner in Serious Sam 3 auf uns zu. Das beeindruckt Sam aber nicht die Bohne. Er schießt ihn lässig ab und kommentiert das mit Stopf dir eine Socke rein, was auch nur ein anderer Ausdruck ist für Halt's Maul. Der nervigste Spruch ist natürlich Navis Hey, listen! Aus Legend of Zelda Ocarina of Time. Navi will uns eigentlich nur dazu bringen, ihr zuzuhören. Da sie uns aber viel zu häufig mit ihrem Gefiepel nervt, ist Hey, listen! Mittlerweile nur ein weiterer Ausdruck für pure Nerverei. Wir freuen uns über jeden Like. Klickt das Däumchen, wenn ihr uns glücklich machen wollt und habt einen super Start ins Wochenende. Danke und bis zum nächsten Mal. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht.